Spitzenstadt.de, das Online-Magazin im Vogtland. Wir möchten jetzt mit Silvia Queck-Henel und mit Lars Buchmann sprechen. Die beiden haben die meisten Stimmen mit bei der Oberbürgermeisterwahl in Plauen bekommen. Erster natürlich Steffen Zenner. Und nach der Wahl ist in der Woche sozusagen einiges passiert. Und wir wollen jetzt mal versuchen, ein paar Antworten vielleicht zu finden oder ein paar Fragen auch einfach zu beantworten. Ihr habt ja Freitag dann in der Woche nach der Wahl beide eine Videobotschaft oder ein Statement auf euren Facebook-Seiten veröffentlicht. Dann gab es da jede Menge Kommentare. Und daraus sind einige Fragen entstanden und wir gucken mal, ob wir vielleicht jetzt eine Woche vor der Wahl ein paar davon beantworten können. Vielleicht noch mal ganz kurz, wer das nicht so richtig mitbekommen hat. Die Silvia Queck-Henel hat 23,5% der Stimmen bekommen, damit die zweitmeisten Stimmen beim ersten Wahldurchgang. Und Lars Buchmann hat 16,8% der Stimmen bekommen, damit der dritte bei den Stimmen. Und ja, vielleicht ganz einfach die Frage an Silvia Queck-Henel. Bei ihrem Video war ich kurz überrascht und musste es mir auch nochmal anhören. Sie haben zwischendurch gesagt, Sie haben Lars Buchmann Ihren Rücktritt angeboten. Da war ich dann irgendwie verwirrt. Das kann ich mir gut vorstellen. Also es war für mich in der vergangenen Woche eine sehr hochemotionale Woche. Wir haben sehr intensive Gespräche geführt und mir ist es sehr wichtig, dass wir die Wählermeinung, also die 67%, die sich vielleicht nicht hinter einem CDU-Kandidaten, hinter Steffen Zenner identifizieren können und hinterstellen können, dass wir die gemeinsam vereinen können. Und das habe ich gesehen in dem Potenzial, dass das mit Lars Buchmann und mir gemeinsam funktionieren kann und deshalb auch diese Überlegung, und das Angebot an Lars Buchmann dort gegebenenfalls zurückzuziehen und meine Wählerinnen und Wähler in der Unterstützung mit aufzufordern. Jetzt haben ja viele auch, was bei den Kommentaren nachzulesen ist, gesagt, na Mensch, eigentlich müsste doch Herr Buchmann zurücktreten, dann würde das vielleicht gut funktionieren, dann könnte man nicht sozusagen, oder dann würde nicht Steffen Zenner Oberbürgermeister werden, egal ob man das will oder nicht, aber diese Diskussion gab es. Herr Buchmann, wie sehen Sie das? Frau Queck-Henel hat Ihnen den Rücktritt angeboten? Ja, man muss erstmal im Vorfeld sagen, es war ja schon ganz schön viel Stimmung gemacht worden. Und es war immer so auch der Tenor, ich soll zurückziehen. Es war ja auch in der Presse so zu lesen, es hat ja auch eine Partei so kommuniziert in der Presse. Und in der ganzen Woche war auch immer so das Feedback, was ich bekommen habe, ich soll Silvia Queck-Henel unterstützen, weil wir zusammen dann den Wandel schaffen können. Ich wurde sogar angerufen auch intern und es wurde gebeten, da jetzt jemanden zu unterstützen, um jemanden zu verhindern. Und das habe ich immer gesagt, ich möchte ja niemanden verhindern. Es geht immer darum, also der Tenor war ganz oft, Herrn Zenner zu verhindern. Und ich habe immer gesagt, ich möchte niemanden verhindern, sondern ich möchte ein besseres Angebot machen. Und ich habe mich mit Silvia Queck-Henel auch getroffen und wir haben zwei Gespräche geführt, die waren sehr intensiv. Und am Ende dieser ganzen Diskussion und diesen ganzen Gespräche, was sehr fair gelaufen ist, kam die Frage auf, was ist, wenn ich dich unterstütze? Und da habe ich aber auch ganz klar gesagt, das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffen kann, sondern die Silvia Queck-Henel treffen muss. Gab es denn irgendwann in dieser Woche nach dem ersten Wahldurchgang bei Ihnen einen Moment, wo Sie gesagt haben, Mensch, vielleicht trete ich doch zurück, um einen Wandel oder eine Bewegung voranzubringen? Also ich habe es auch ganz klar kommuniziert, ich habe es auch ganz klar gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass meine Wähler alle Silvia Queck-Henel wählen würden im zweiten Wahlgang. Also ich denke schon, dass wir ein Programm aufgebaut haben, wo wir von vielen anderen Kandidaten auch Leute auf unsere Seite geholt haben und die uns unterstützen. Das war auch immer das Feedback gewesen von Bekannten, Freunden und von Leuten, die immer gesagt haben, Mensch Lars, wir hätten sonst jemand anders gewählt, aber du hast uns überzeugt. Und deswegen bin ich persönlich auch nicht der Überzeugung, dass ich jetzt sagen könnte, okay, wenn ich jetzt zurückziehe, würden sofort alle 17% zu Silvia Queck-Henel rutschen. Ne? Und ich bin jetzt auch ein Stück weit meinen Wählern auch verantwortlich. Ich habe da eine Verantwortung auch. Ne? Natürlich möchte ich auch einen Wandel in Plauen haben. Und deswegen habe ich ein Angebot aufgebaut, was ich sehr gut finde. Jetzt ist es ja so, die Linke, die SPD und die Grüne unterstützen Sie. Jetzt denkt man eigentlich gar nicht in so einer Oberbürgermeisterwahl in Plauen, dass es da hinter den Kulissen so zur Sache geht, sage ich mal in Anführungszeichen. Inwieweit sind Sie denn abhängig von den Parteien, die Sie unterstützen? Sie wollen nicht Mitglied werden und Sie wollen auch im Grunde ja parteilos bleiben, aber trotzdem unterstützen die Parteien Sie.
Ist das ein Widerspruch oder kommt man damit irgendwie irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, okay, wie will ich denn das jetzt eigentlich fortführen dann? Also ich habe mich den Parteien vorgestellt, nachdem sie meinem Aufruf gefolgt sind, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich habe das ja relativ am Anfang schon sehr offen und transparent kommuniziert, dass es mir wichtig ist, mit allen Playern hier vor Ort ins Gespräch zu kommen. Und ich habe immer von Anfang an in den Gesprächen sofort klargestellt, ich bin parteilos, dazu stehe ich, dafür habe ich mich ganz sehr bewusst entschieden. Und ich mag es, wenn man mich unterstützt, das kann funktionieren, aber bitte nach meinen Spielregeln. Also ich habe dort nichts vorgegeben bekommen. Ich bin auch niemandem irgendetwas schuldig, außer den Plaunerinnen und Plaunern sollte ich gewählt werden und mir selber, dass ich jeden Tag noch in den Spiegel gucken kann. Und mir ist es ganz wichtig, auch damit zu zeigen, dass ich drei ganz sehr unterschiedliche Partner in der Stadtpolitik miteinander verbinden kann, dass sie sich zusammen hinter eine Kandidatin schließen und sagen, ja, die Frau kommt eigentlich eher mehr aus der Mitte, aus der Gesamtheit heraus, aber wir sehen das, dass sie den Mut hat und dass sie mit unserer Unterstützung dort vielleicht auch den Wandel im Plauen schaffen kann. Jetzt hat man so ein bisschen in der Woche auch gemunkelt, gab es denn Angebote, was ist denn da hinter den Kulissen genau passiert? Sie beide hatten zwei Gespräche, eigentlich unter vier Augen, wie ich das verstanden habe. Jetzt stehen wir doch hier und versuchen über Inhalte zu sprechen. Was ist denn in der Woche alles passiert? Also ich habe mich relativ zeitnah mit Lars Buchmann in Verbindung gesetzt und habe ihn einfach gebeten, ob wir ins Gespräch kommen können. Wir haben uns dann auf einen Tag verständigt. Das war ein sehr intensives Gespräch. Lars Buchmann hat es schon angedeutet. Ich glaube, wir saßen im ersten Gespräch mehr als 3 Stunden zusammen, wenn ich das richtig habe, und haben einfach gesprochen, was sind unsere gemeinsamen Ziele? Also was können wir aneinander gemeinsam finden und was sind unsere Unterschiede? Und das haben wir erstmal versucht herauszuarbeiten und sind dann nach dem ersten Gespräch im Guten auseinandergegangen und haben uns dann vereinbart, dass wir beide noch mal drüber schlafen und uns dann noch mal ein zweites Mal treffen. Nun ist aber das Ergebnis, dass beide wieder antreten, und heißt das, man hat im Gespräch kein Ergebnis gefunden, oder? Ja, also es war so, wir haben einfach vereinbart, dass wir einfach noch mal darüber schlafen, dass wir einfach uns auch noch mal ein bisschen die Zeit nehmen, auch in unseren Teams noch mal darüber zu sprechen. Ich hatte an dem besagten Tag auch schon noch mal gesagt, dass es für mich eine große Baustelle gibt mit den ganzen Parteien. Und deswegen habe ich auch am Freitag Sefa Quirkene noch mal eingeladen. Wir sind durch den Stadtpark gelaufen. Das war auch ein sehr schönes Gespräch. Und da habe ich auch von Anfang an gleich gesagt, das war mir auch wichtig, dass ich eine Entscheidung nicht per WhatsApp schicke oder per E-Mail, sondern dass wir das von Angesicht zu Angesicht machen. Das ist auch fair. Und ich habe auch gleich dort am Anfang gesagt, dass es eine Entscheidung ist, die ich getroffen habe, dass ich die nicht unterstützen kann, aber was mit ihr als Person nichts zu tun hat, sondern dass ich dieses Ganze mit den ganzen Parteien, mit der ganzen Unterstützung, das habe ich abgelehnt, das habe ich schon immer abgelehnt und das möchte ich auch weiterhin ablehnen, weil ich auf diese Parteiunterstützung verzichten möchte einfach. Ne? Es gab auch im Vorfeld von anderen Parteien Aufrufe, dorthin zu kommen, dort ins Gespräch zu führen, das habe ich alles abgelehnt, weil ich einfach immer gesagt habe, wenn Stadtpolitik, dann bitte nicht mit einer Partei im Hintergrund. Dafür haben Sie auch sehr viel Zuspruch hier bekommen auf Ihrer Facebook-Seite oder generell auch im Internet. Gab es denn in der Woche Angebote, wo Sie gesagt haben, nee, mit mir nicht? Also oder generell, wo Sie sich gefragt haben, Mensch, was soll denn das jetzt? Ich will eigentlich Oberbürgermeister werden und nicht hier so ein Theater veranstalten? Es gab verschiedene Angebote, ne? Und ich bin mir immer treu geblieben, ich bin mir immer ehrlich geblieben. Und das, was ich in dem Statement gesagt habe, das ist so passiert, das ist so meine Meinung, das ist so auch mein Statement. Und dazu stehe ich. Ne? Und mehr müsste man eigentlich dazu nicht reden, weil ich denke, wir haben das auch klar kommuniziert. Und wir müssen jetzt ja nicht in irgendwelche Details gehen oder sowas alles. Das gehört sich auch nicht. Mein Standpunkt war, und das ist, glaube ich, der Unterschied, der uns trennt, ich möchte das mit den Parteien nicht. Und Sefia hat da eine andere Sichtweise, muss man dazu sagen. Es ist nicht, der hat einfach eine andere Sichtweise und sieht es anders. Und deswegen kann da jetzt eine Zusammenarbeit nicht funktionieren. Ne? Ich habe auch angeboten, dass wir gesagt haben, okay, wir schauen einfach mal, wie das Ergebnis ausgeht. Und vielleicht können wir dann auch 7 Jahre lang zusammen hier diese Stadtpolitik auf eine andere Art und Weise gestalten. Ne? Es gibt ja da auch verschiedene Möglichkeiten. Aber jetzt schon Posten oder Angebote direkt auf Stellen wurden Ihnen nicht gemacht, oder? Wir haben gesagt, dass wir fair bleiben und dass das alles unter uns bleibt. Ne? Das möchte ich auch so lassen, bitte. Jetzt hat die Linke in Plauen zwischendurch ihren Rücktritt gefordert. Dann hat man es wieder dementiert. Petra Rank hätte das so nicht gesagt zum Redakteur der Freien Presse. Was können Sie dazu sagen? Ja, also ich war erstmal verwundert.
als ich diesen Zeitungsartikel gelesen habe, Linke fordern Rücktritt, weil ich denke, das hat überhaupt keine Partei zu fordern. Wir leben nun mal in der Demokratie, das muss man einfach mal sagen. Ne? Und es ist auch kein, wir kuppeln da ein bisschen was zusammen, damit ein anderes Ergebnis rauskommt am Ende. Also es ist auch nicht mein Demokratieverständnis. Es ist in Sachsen so, dass jeder nochmal antreten darf, auch wenn es manchen auch nicht so gefällt. Das liest man ja auch jetzt sehr oft bei Facebook, dass es eben schöner wäre, wenn nur zwei Kandidaten antreten können. Das ist in Sachsen anders. Wir dürfen alle nochmal antreten und auch das muss eine Demokratie aushalten. Und ich denke, ich habe ein Recht dazu, einfach auch nochmal zu sagen, okay, mit 17%, knapp 17% ist es trotzdem auch ein Ergebnis aus dem Stand heraus, ohne irgendeine Unterstützung. Das ist ja auch schon mal ein gutes Ergebnis. Und deswegen habe ich auch das Recht, nochmal anzutreten. Und da habe ich mich schon gewundert, dass die Linke das fordert. Die Frau Rank hat mir dann per Facebook nochmal geschrieben, dass sie das so nicht gesagt hat. Und einen Tag später stand ja dann auch in der Zeitung die Entschuldigung mit den Worten, natürlich darf ich auch antreten. Die Entschuldigung musste man wohl suchen. Thomas Haubenreiser und Ingo Eckert treten nicht mehr an, ansonsten sind alle wieder mit dabei. Frau Silvia Queck-Hähne, jetzt haben wir das gehört, die Linke fordert den Rücktritt. Also da ist schon irgendwie ein bisschen was in Gange in der Stadt. Kommt man ohne den Parteien eigentlich hier gar nicht weiter oder wie sehen Sie das? Also ich habe ja auch offen in unserem Gespräch geäußert gehabt, meine Vision oder mein Traum wäre, dass es einen Stadtrat irgendwann mal gibt ohne Parteienpolitik, weil es eben oftmals dieses Schubladendenken gibt. Nur müssen wir in die Realität schauen und wir müssen sehen, dass wir ja viele Menschen haben, die sich in Plauen in der Partei organisieren, um dort ihre politische Mitbestimmung leben zu können, weil es noch keine anderen Angebote gibt für politische Mitbestimmung in Plauen. Das muss man respektieren und akzeptieren und deshalb ist es mir auch so wichtig, unterschiedliche Parteien trotzdem an einen Tisch zu bringen. Und das habe ich gezeigt, dass mir das möglich ist, eben drei ganz unterschiedliche Partner dort zusammenzubringen. Und in dieser Realität müssen wir in die Augen schauen und mit der müssen wir umgehen lernen. Und da sich ganz zu distanzieren und mit Parteien gar nicht ins Gespräch zu kommen, sehe ich dann an der Stelle als nicht richtig. Und deshalb kommen wir eben in dem Punkt auch leider nicht überein, obwohl wir wirklich viele Parallelen haben, obwohl wir beide es uns wünschen ganz sehr, dass es hier mehr Bürgerbeteiligung gibt, noch mehr direktere Demokratieformen sozusagen vor Ort. Aber im Moment in der Realität braucht es einfach auch den Zusammenhalt zwischen Parteien. Und das Thema nochmal, dass die Linke den Rückzug fordert. Also ich habe, nachdem ich die Schlagzeile wahrscheinlich genauso mit Entsetzen entdeckt habe wie Lars Buchmann, habe ich genauso nachgefragt, Leute, was soll denn das? Ihr habt das Recht nicht dazu. Wenn, dann sind es Gespräche, die Lars Buchmann und ich führen, aber nicht irgendjemand, der in meinem Hintergrund mich unterstützt. Petra Rank hat es mir erklärt. Daraufhin ist ja auch entstanden die Entschuldigung. Es war nicht so gesagt. Das ist zumindest meine Information. Man musste es suchen in der Zeitung. Das war sehr traurig. Und es hat, glaube ich, zwischen uns beiden einen Graben schon gerissen, dass auch die Gespräche an den Tagen, die wir geführt haben in der vergangenen Woche, schon etwas vorgeprägt waren, eben durch solche schlechte Presse, um es mal wirklich knallhart auszudrücken. Mein Wunsch ist es, wie gesagt, die Plaunerinnen und Plauner zusammenzuführen, dort auch über Parteidenken hinauszukommen, auch überparteilich zusammenzuarbeiten, weil es sind Menschen, die sich hier engagieren, die Stadträtinnen und Stadträte, natürlich immer aus anderen Beweggründen heraus. Jeder hat dort eine eigene Motivation, aber das ist ja gerade das Spannende in der Kommunalpolitik, dass man so viele verschiedene Menschen zusammenbringen kann. Jetzt ist das aber ja schon, Sie sind noch nicht Oberbürgermeisterin sozusagen, also Sie sind noch nicht gewählt, aber schon gibt es so ein Problem mit einer Partei, egal ob Frau Rank das jetzt gesagt hat oder nicht, ob das die Zeitung so geschrieben hat, weil sie eine Schlagzeile wollte. Aber wie gehen Sie denn dann damit um? Also hat man da jetzt schon zu Linken eine andere Meinung, so nach dem Motto, aber beim nächsten Mal passt er auf, dass er das nicht wieder schreibt oder dass es nicht wieder in so eine Richtung geht oder stimmt das mit mir ab? Also das sehe ich so ein bisschen, dass das zum Problem werden kann, ne? Wenn man von drei Parteien unterstützt wird und jetzt sieht man schon, okay, na, jetzt machen die das und ich muss es am Ende wieder gerade rücken. Also könnte das so ein bisschen auch zum Verhängnis werden? Das wird ja auch öfter schon in Kommentaren so ein bisschen kritisch sozusagen geäußert. Ja, wäre es nicht besser, wenn sie einfach parteilos gewesen wären? Also könnte das künftig oder generell auch zu einem Problem führen eben? Also jetzt ist ja erstmal diese Unterstützung seitens der Parteien während des Wahlkampfes. Und wir haben uns ganz klar und strikt darauf vereinbart, dass nach dieser Zeit, wenn die Wahl gelingen sollte, ich eine parteilose Oberbürgermeisterin bin, die für alle Plaunerinnen und Plauner da ist.
Darin gibt es Grenzen für dieses, ich bin für alle da, das ist klar und verständlich, die kann man äußern. Und ich sehe mich jetzt nicht ferngesteuert und ich sehe es jetzt auch nicht für mich, dass ich dort hätte irgendwelche Fäden ziehen müssen und den Parteien und den Mitgliedern in irgendeiner Art und Weise in, ja, sagen, ihr dürft das nicht sagen und ihr dürft das nicht tun, weil dann entsteht genau das, was ich nicht möchte, ebenso steuernd einzugreifen. Also es sind eigene Menschen, die selber ihre Entscheidung treffen, die als Partei ihre Entscheidung treffen. Und wenn dann eben sowas entsteht, dann muss man damit umgehen können, aufrichtig damit umgehen können. Und ich denke, das hat die Woche jetzt gezeigt, dass es auch in der Bevölkerung da unterschiedliche Meinungen gibt. Ich habe mich in Teilen auf die Diskussion mal mit eingelassen, aber in Teilen auch nicht. Das muss man dann aushalten. Es war meine bewusste Entscheidung, dass ich die Unterstützung annehme. Und ich für mich kann in den Spiegel schauen und weiß, dass ich nicht fremdgesteuert bin. Und das ist mir das Wichtigste. Also es ist eher unglücklich gelaufen. Jetzt haben wir noch eine Woche bis zum zweiten Wahldurchgang in Plauen und dann steht endgültig fest, wer der neue Oberbürgermeister in Plauen wird oder die neue Oberbürgermeisterin. Und Herr Buchmann, was wird jetzt noch passieren in der Woche vor dem zweiten Wahldurchgang bei Ihnen? Ja, also wir haben jetzt noch vorgenommen, dass wir auch nochmal in die Stadtteile, wir haben einfach mal das Ergebnis angeguckt, wo wir etwas schwach sind von der Stimmen her. Und wir werden jetzt nochmal in die Ortsteile auch gehen. Wir werden auch nochmal das Programm richtig schärfen und nochmal bekannter machen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil auch es Menschen gab, die dann gesagt haben, Mensch, wer war denn der Lars Buchmann, so viele Prozente, wie kommt denn das zustande? Also da haben wir auch gemerkt, dass wir gerade die, die kein Internet haben, oder? Wahrscheinlich und ja, das kann und vielleicht auch mal verschiedene Sachen nicht so gelesen haben oder nicht mitbekommen haben. Es gibt natürlich Menschen auch in Plauen, die mich nicht kennen. Das muss man auch sagen, ne? Wir sind ja eine große Stadt. Ja, und da müssen wir einfach nochmal ein bisschen das schärfen und da haben wir jetzt noch mal uns vorgenommen, dass es da noch mal einen Flyer gibt, einen schönen aufgearbeiteten, wo wir einfach das Programm noch mal näher bringen, weil wir ja gemerkt haben, im digitalen Bereich, das hat sehr gut funktioniert, aber im analogen Bereich ist es natürlich etwas schwach. Da konnten wir auch in letzter Zeit die Leute nicht so erreichen und da geben wir jetzt Gas. Steffen Zenner fährt mit dem Bollerwagen weiter durch Plauen. Was macht Silvia Queck-Hähnel? Also man kann mich zum Beispiel am Samstag jetzt diese Woche im Bereich Seehausgebiet treffen, dort mit einem kleinen Infostand, mit meinem Inforadmobil. Und am Nachmittag bin ich dann am Stadtstrand und möchte gerne so eine Art Stammtischtreffen machen, um dass die Plaunerinnen und Plauner mit mir ins direkte Gespräch kommen können. Diese Aktionen werden sich in der kommenden Woche noch weiter fortsetzen. Man wird mich auch mal in Einkaufszentren und so weiter finden, um einfach wirklich direkt mit mir ins Gespräch zu kommen. Mir geht es ähnlich. Wie es Lars Buchmann beschrieben hat, wer ist denn eigentlich die Silvia Queck-Hähnel, die dort so viele Stimmen bekommen hat? Auch ich bin noch nicht in ganz Plauen bekannt, werde dort dann auch mit Flyer-Aktionen und mit weiteren Postkartenaktionen noch auf mich aufmerksam machen, um auch aus der digitalen Welt hinauszukommen und vor allen Dingen mit den Menschen ins Gespräch, weil das ist das Wichtigste, dass wir Menschen in Plauen wieder mehr kommunizieren, mehr sprechen über die Stadt. Und das macht mich so glücklich, dass diese Wahl schon bereits dazu geführt hat, dass die Menschen unheimlich sehr sich für Plauen interessieren und im Gespräch sind. Dann wünsche ich Ihnen beiden weiterhin viel Erfolg für die Wahl. Herzlichen Dank. Und vielen Dank auch fürs Gespräch. Vielen lieben Dank. Ja, kommentiert, teilt gerne unser Interview und wir berichten von spitzenstadt.de am 4.7. auch wieder aus dem Wahl, also aus der Festhalle Plauen zur Wahl und haben natürlich das Ergebnis dann für euch parat.